Das ist der Tag in 50 Sekunden. Schön, bist du dabei. Der ehemalige Zuger Regierungsrat Beat Villiger ist auf Crack Auto gefahren. Nach seinem Verkehrsdelikt letzten Sommer ist er heute zu einer Geldstrafe von insgesamt 4'100 Franken verurteilt worden. Heute am Morgen blockieren Klimakleber den Grenzübergang zwischen dem österreichischen Lustenau und dem Schweizer Au. Ein Autofahrer, der im Morgenstress war, stellt einen Aktivist noch vor Ort zur Rede. Die wöchentliche Bundesratssitzung war heute zu Winterthur. Nach der Sitzung haben sich die Bevölkerung und der Zürcher Regierungsrat mit dem Bundesrat bei einem Apéro austauschen. Die Ferien macht sich am Flughafen Zürich wieder spürbar. Schon am Morgen um 6 Uhr hat man 2 Stunden für die Sicherheitskontrolle anstehen. Der Grund dafür? Die Kantonspolizei Zürich, die für die Sicherheitskontrolle zuständig ist, hat zu wenig Personal. Und der Schweizer Taucher Andi Schmid ist während einem Tauchgang zu Norwegen von einem 40-Tonnen Buckelwal gestreift worden. Verletzt worden ist er nicht. Für mehr Infos geh auf blick.ch und folge unserem Kanal.